Menschen, denn ich muss zuerst mit Gott sprechen, bevor ich über die Menschen, mit den Menschen sprechen kann. Ich muss zuvor mit Gott über die Menschen sprechen, bevor ich mit ihnen sprechen kann. Ein Mensch auf den Knien ist etwas ganz Großes. Wer anbetet, steht am richtigen Ort in dieser Welt. Er ist vor uns gewesen als Seelsorger, der die Gemeinden unseres Bistums immer wieder besucht hat, der mit den Menschen in Kontakt getreten ist, der sich gefreut hat, wenn er unter den Menschen sein konnte. Das heißt, mein Mann ist hier. Ach schon, und die dort hinten, sind die besetzt? Davon wir gehen. Kleiner Moment. Weiß nicht, vielleicht auch. Sind die besetzt? Hallo? Sind die besetzt? Sind die frei? Besetzt. Das ist nur eins. Meine Hauptsache war, ich muss den Willen Gottes erfüllen und das ist das Beste für die Menschen. Und dann die Feier der Heiligen Eucharistie. Es konnte keine Konferenz noch so früh beginnen und keine Autofahrt dorthin noch so früh starten, ohne dass wir nicht zuvor in der Kapelle waren, ohne dass wir nicht zuvor die Messe feierten. Das war das Zentrum, die Mitte, aus der Kardinal Meißner als Priester und als Bischof lebte. Er will uns die letzte Predigt halten. Und er sagt uns, haltet die Eucharistie heilig. Das war für ihn wichtig. Deshalb hat er sich gegen größte Widerstände durchgesetzt und den Eucharistischen Kongress nach Köln geholt. Als wir 1945 unsere städtische Heimat verlassen mussten, sind wir nach Thüringen gekommen, in das Dorf Körner. Wir waren die ersten Katholiken seit der Reformation. Wir hatten gar keine katholische Kirche, aber wir durften in die evangelische Kirche auch alleine hinein, ohne Priester. Und das haben wir immer gemacht im Mai und im Oktober. Da haben wir uns dort versammelt, ohne Priester, zum Maiertag. Unser Rosenkranzandacht. Dann haben wir die Andachten sehr lange gehalten. Wir haben etwa 2 bis 2,5 Stunden gedauert. Wenn die Andacht zu Ende war, dann hat der Mann gesagt, ach, jetzt singen wir doch mal dieses Lied. Und die Frau dann singen wir noch dieses Lied. Und da war immer dabei, Segne du Maria. Und auf dieses Lied habe ich mich schon immer als Kind gefreut, wenn das dran war. Sind den Eltern Meißner 4 Kinder geschenkt worden.
Fest war. Der Kardinal hat immer wieder davon erzählt, wie es bei ihnen zu Hause zuging. Und die Mutter war ganz ruhig und hat uns dann so gesagt, kommt mal her, muss ich jetzt was sagen. Ihr seht, ich kann nicht sorgen für euch als eure Mutter, aber ich habe auch hier noch eine Mutter. Und jetzt muss die in Aktion treten und es ist Maria, unsere Mutter. Und dann haben wir ein bekanntes Mariengebet gesprochen und das ist das Gebet, hilf Maria, es ist Zeit, hilf Mutter der Barmherzigkeit. Und dann kommt diese Bitte, zeige, dass du Mutter bist, wo die Not am größten ist. Diese Bitte mussten wir dreimal sprechen. Zeige, dass du Mutter bist, wo die Not am größten ist. Bei diesem ganzen Chaos, auch wo wir dort in dem Abgrund lagen, nicht? Die Mutter hat den Rosenkranz gehabt, den hat sie in der Hand gehabt, den hat sie so hochgehalten und hat gesagt, Gott lebt. Wir haben gar nicht daran gezweifelt. Aber das war, all diese Schrecklichkeiten sind so umfangen gewesen von der Gewissheit, dass Gott da ist, dass er uns nicht fallen lässt, dass er uns hilft. Ich habe das gar nicht als etwas Außerordentliches empfunden. Das war, ich dachte, das wird jeder so empfinden. Das ist ganz normal. Man wusste deutschlandweit, wofür Kardinal Meissner stand und einstand. Unbeugsam. Nicht einmal im Tod ist er umgefallen. Nicht einmal im Tod ist er umgefallen. Er stand wie ein Baum, tief verwurzelt in Christus, woraus sich sein Glaube und sein Leben nährten. Und weil er um Christus wusste, wusste er auch immer um den Menschen. Er wusste davon, dass man nicht von Gott und von Christus sprechen kann, ohne nicht immer auch vom Menschen zu sprechen. Das war 1988 und er hat mich im Flugzeug angesprochen. Das war auf dem Weg von Berlin nach Köln, da war er noch in Berlin. Und ich hatte am Vorabend eine Live-Diskussion mit einer Frau über Pornografie. Und dann sprach Meissner mich an und sagte, ich habe sie gestern gesehen und ich habe sie sehr bedauert. Ich habe gesehen, dass sie sehr bedrückt waren. Das war auch so. Er hatte das. Ich schließe sie, ich habe sie gestern in mein Gebet eingeschlossen. Und da habe ich gesagt, das ist eine gute Idee, das kann ich gut gebrauchen. Zuletzt habe ich ihn vor einigen Monaten gesehen, hatte er mich zum Kaffee eingeladen. Und da hat er aus seinem Brevier einen kleinen Zettel geholt. Für mich hat sie ihn draufgeschrieben, für sie. Und das waren ein paar Zeilen von der heiligen Teresa. Und das hat er mir so zur Bestärkung gegeben. Ich habe es ja auch nicht immer einfach. Und das fand ich so anrührend. Das habe ich immer in meinem Portemonnaie. Ich glaube, es hilft. Ich habe immer mit meinen Chefs vom Pfarrer angefangen bis zum Papst nach dem Motto gehandelt. Ich will alles sagen dürfen, was ich denke, dann tue ich alles, was ich sage. Vielleicht war es mehr so eine väterliche Freundschaft. Sehen Sie mal, ich habe den Vater ja sehr früh im Krieg verloren und als der Vater in den Krieg ging, ist er auch aus meinem Gesichtskreis weitgehend verschwunden. Und mir fehlte eigentlich immer so eine väterliche Hand und er war zu mir immer von einer außergewöhnlichen, ich will nicht mal so sagen, Kameradschaft oder Freundschaft.
100.000 Jugendliche sind auf das Marienfeld bei Köln gekommen. Die Pilger wollen vor dem großen Abschlussgottesdienst am nächsten Tag mit dem Papst zusammen beten und feiern. Dem Gebet in der Nacht vor einem bedeutenden Feiertag. Die Vigil besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist der Vespergottesdienst. Der zweite die eucharistische Anbetungsfeier. Der Vespergottesdienst beginnt mit dem Einzug des Kreuzes und der Marienikone. Jetzt hat er einfach, ja, sein Leben vollendet.